Hallo liebe Tieftonliebhaber, vielleicht hast du diesen Begriff irgendwann schon mal gehört, Tritonussubstitution. In dieser Vlog-Folge erkläre ich dir, was es mit diesem krassen Wort auf sich hat. Keine Sorge, es tut nicht weh, das Wort klingt gefährlicher als es eigentlich ist. Eine Substitution ist ganz einfach ein ersetzendes Element. In Sachen Akkorden heißt das ganz einfach, dass man für einen Akkord einen anderen einsetzt, den ursprünglichen Akkord substituiert, ihn ersetzt. Und der Tritonus ist, falls du es noch nicht weißt, ein bestimmtes Intervall. Nämlich ein Triton, also drei Ganztöne über deinem Grundton oder Basiston. Auf deinem Bass ist das dieses schräg klingende Intervall zwischen der Quarte und der Quinte. Eins, zwei, drei Ganztöne. Und vielleicht hört sich das in deinen Ohren schräg an. Aber lass mich dir versichern, dass du diesen Klang schon mit voller Begeisterung tausende, nein, sogar unzählige Male gehört hast. Denn dieses Intervall ist im Akkordkontext die sogenannte Kreuzelf, eine übermäßige Quarte bzw. ein lydischer Sound und ein sehr populärer Akkord in Filmmusik. Und du kennst diesen Sound natürlich auch aus vielen, vielen Songs. Hier nur mal zwei Beispiele. Hier ist er, der C add 9 Kreuz 11. Hier ein D6 Kreuz 11 oder mit einer anderen Bezeichnung ein E über D. Okay, aber das nur am Rande. Worum es hier allerdings geht, ist die Tritonussubstitution des Dominantakkords. Nehmen wir mal G-Dur als Beispieltonart. Dann ist die fünfte Stufe ein D7. D-Dominant. Eine 2-5-1-Verbindung spielst du jetzt mit A-Moll 7, zweite Stufe, D7, fünfte Stufe und G-Major 7, die erste Stufe. Jetzt gibt es aber auch noch eine Variante, in der du chromatisch vom A-Moll 7, von der zweiten Stufe, zum G-Major 7 spielst. Also A-Moll 7, dann ein Ass 7, ein Ass dominant, und dann die erste Stufe, den G-Major 7. Und klanglich geht das prima, denn die Funktion des Ass 7, des Ass dominant, bleibt eine Dominantfunktion, die wieder zur ersten Stufe leitet. Und schaust du dir mal die Akkordtöne an, so siehst du, dass die leitenden Funktionen erhalten bleiben. Bei der normalen fünften Stufe, beim D7, spielst du Grundton, Septime und Terz. Wenn du die Tritonussubstitution spielst, also einen Dominantakkord auf dem Tritonus, dann ändert sich eigentlich nur der Grundton. Du siehst, die anderen beiden Töne, die bleiben die gleichen. Sie drehen sich jetzt allerdings um. Die Septime des D7 wird die Terz des Ass7. Und was die Terz war, wird jetzt beim Tritonus die Septime. Aber ansonsten klingt es eigentlich recht normal. Denn die Basslinie, die dadurch entsteht, ist einfach eine chromatische Abwärtsbewegung. Ich hatte in der Lektion mit der Akkordanalyse von Autumn Leaves dort bisher die einfachste Form der Akkordfolge im C-Teil genommen. Du siehst hier eine 2-5 in D-Dur und eine in C-Dur. Allerdings wird diese Stelle auch oft anders gespielt, nämlich chromatisch mit Tritonussubstitutionen. Die fünften Stufen werden durch eine Dominante auf dem Tritonus ersetzt. Also E-Moll 7, S7, D-Moll 7, Des 7 und dann C-Major 7, B7 und erste Stufe E-Moll 7. Beim Jazzstandard My Romance findest du ebenfalls einen Akkord, den du bisher noch nicht benennen konntest. Und zwar in der vorletzten Zeile der Ges7-Akkord. Wieder siehst du hier die chromatische Bewegung nach unten. G-Moll 7, Ges7 und dann ein Bes-Major 7 über F. Auch hier ist das die Tritonussubstitution der fünften Stufe des C7-Akkords. Okay, du kannst also den Dominant-7-Akkord, die fünfte Stufe, mit einer Tritonussubstitution ersetzen. Du spielst dann einen Dominant-7-Akkord auf dem Tritonus der Stufe. Das heißt also, wenn wir D7 als fünfte Stufe haben, dann also drei Ganztöne davon entfernt.
1, 2, 3. Auf dem Ass spielst du ein Ass7. Das ist die Tritonussubstitution zum D7. Und das Witzige ist, dass das in beide Richtungen funktioniert. Das heißt also, was sind D7? Und dann 1, 2, 3 Töne, 3 Ganztöne nach unten. Und da kriegst du den Ass-Dominant. Das Ganze gibt dir einen alternativen Klang und du kannst auf diese Weise zum Beispiel eine 2-5-1-Verbindung durch eine chromatische Linie ersetzen, die etwas anders klingt, aber die gleiche Funktion behält. Normal gespielt 2, 5, 1 und mit Tritonussubstitution. Wichtig ist jetzt zu wissen, dass dieser Trick mit der Tritonussubstitution nicht nur bei der 5. Stufe funktioniert, sondern auch bei der 2. und bei der 6. Stufe. Ein gutes Beispiel für einen Song, der auch bereits in einer anderen Lektion vorkam, ist Dream a Little Dream of Me. Du hörst den S7 als 2. Akkord. Und dieser S7, dieser S-Dominant, nimmt hier die Funktion der 2. Stufe ein. Wenn ich die 2. Stufe spiele, dann klingt es so. Mit der Tritonussubstitution klingt es eben so. Es klingt wesentlich spannender, wie es ein Dominant-7-Akkord nun mal tut. Ein Beispiel für die TS6, wie man dann so schön aufschreibt, also die Substituierte der 6. Stufe, ist der Song Alice in Wonderland. Das Stück steht in C-Dur und fängt mit der 2. Stufe an. Dann kommt die 5. Stufe, die 1. Stufe, die 4. Stufe. Der B-Halb vermindert kann jetzt in C-Dur die 7. Stufe sein. Allerdings mit einem E-Dominant dahinter ist es deutlich eine 2-5 in Moll zur 6. Stufe, dem A-Moll-7. Und jetzt kommt eben die Tritonussubstitution der 6. Stufe ins Spiel. Es klingt ein bisschen, als ob der A-Moll-7 zu einem A7 wird, um die 5. Stufe zum D-Moll-7 zu sein. Und dann kann also der S7 jetzt die Tritonussubstitution dieser imaginären 5. Stufe sein. Oder eben von der eigentlichen 6. Stufe in Dominantform. Alles klar soweit? Du musst bei der Analyse von Dominant-7-Akkorden also immer schauen, was davor und danach passiert. Ist er die normale 5. Stufe einer Tonart? Oder ist er Teil einer 2-5-Verbindung? Oder gibt es eine chromatische Bewegung? Und was stünde dann an der eigentlichen Stelle, wenn es eine Substitution wäre? Das kannst du ganz einfach checken, indem du wieder den Tritonus davon nimmst. Sozusagen zurückrechnest. Und wenn du mal bei diesem Song bleibst und etwas weiter schaust, dann findest du am Ende des B-Teils einen Ass7. Das ist wieder ein super Beispiel für die Tritonussubstitution der 2. Stufe, des D-Moll-7-Akkords, der da wahrscheinlich zu einem D7 wird, um als Dominante zum G7 zu leiten. Du hörst, so eine Tritonussubstitution ist ein super Trick, womit es etwas spannender klingen kann. Allerdings aufgepasst, denn wenn du jetzt alle 2-5 mit Substitutionen spielst, dann klingt es auch schnell langweilig. Die Kunst ist es, beim Arrangieren und beim Komponieren solche Alternativen sparsam und geschmackvoll einzusetzen. Und das war doch gar nicht so schwer, oder? Das Wort klingt wirklich komplizierter, als es ist. Und ich fasse nochmal kurz zusammen. Eine Tritonussubstitution verbindet also meistens 2 Akkorde, die im Abstand einer großen Sekunde abwärts zueinander stehen und bildet eine chromatische Rückung. Die Tritonussubstitution vertritt in den meisten Fällen eine Dominante, beziehungsweise eine Zwischendominante, die eben auf der 5., auf der 6. oder auf der 2. Stufe steht. In den Übungen dieser Lektion kannst du ein bisschen mit den verschiedenen Möglichkeiten der Tritonussubstitution rumprobieren. Das war's wieder für diesmal. Teil dieses Video, wenn es dir gefallen hat, gerne wieder auf Facebook oder Twitter und drück auch den Gefällt-mir-Knopf hier auf YouTube. Und abonniere natürlich auch gerne meinen YouTube-Kanal. Und schalte die kleine Benachrichtigungsglocke an, dann bekommst du immer sofort Bescheid, wenn es was Neues gibt. Die Übungen, die ich gerade erwähnt habe, gibt's auf floriansbassunterricht.de. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß.